Jo, moin, moin, ihr Flüht und ahoi, liebe Landratten und Rädchen da draußen. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zur Star Trek Online Task Force Operation. Zusammen mit Helm, Fuzzy, Toni und Felix. Ja, hallo. Juhu. Moin. So, und wir sehen schon, was unsere Operation heute wird. Der gute Gottmann hat eine OP vor sich. Der hat nämlich eine Erweiterung des Oberbauches. Ich weiß, ich hab mir das extra rausgesucht. Und der, geh raus aus meinem Kopf. Geh raus aus meinem Kopf. Ich wusste, das hast irgendwas mit Post. Und dann so, ja, such mal das Richtige raus. War extra auf Memorial gegangen. Runtergescrollt bis zu den Zitaten in dem Film. Und dann klaute mir das aus meinen Augäpfeln heraus. Ja, die postprandiale Erweiterung des Oberbauches. Gottmann, ich wünsche dir gute Besserung. Oh, danke. Herr Doktor, tut das weh? Wenn es raus ist, ist es raus. Ah, okay. Das waren ja die Blähungen. Also, für uns geht es heute weiter in der dritten Omega-TFO. Wir sind alle im Team, ne? Ja, wunderbar. Heilmittel gefunden. Im Warn-System wird eine Zunahme von Borg-Aktivität gemeldet. Das Kollektiv scheint dort irgendetwas vorzuhaben. Wir müssen herausfinden, was. Ich habe eine kleine Gruppe von der kleine Gruppe der Ehrengarde auf eine Aufklärungsmission geschickt, aber bisher noch keine Rückmeldung erhalten und die Borg stören unsere Langstreckensensoren in dem Gebiet. Begeben Sie sich zur Unterstützung von Captain Jarrod und seinem Team ins Warn-System. Viel Glück. Ja, Glück können wir gebrauchen, glaube ich. Ja. Wildes Batch-Gefrimmel. Ja. Klick, 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 klick. Und die Gruppe, da können wir einen Wackelkontakt haben. Nein, nur kein Text. Mich auch gerade. Gibt's hier keinen Text? Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Sprechung? Ah, jetzt. Ja, super. Ah. Doch, jetzt. Ja, muss ich nur beschweren. Eine Nachricht der Kang, Sir. Soll ich sie auf den Schirm leiten? Einkommende Nachricht. Einer Mannschaft ist es gelungen, unsere Schilder zu reparieren. Aber die Antriebe und die Waffen sind offline. Wir brauchen ihre Unterstützung. Anohonic Crew. Wir brauchen Zeit. Sie müssen gegen die Borg in den Kampf ziehen. Köppla! Für Ehre. Beschützen Sie die IKS Kang. Okay, na, das kriegen wir doch hin. Ja. So, wie war das? Erst unten die Sonden bei der Werft killen und dann kann man erst den Kubus machen, ne? Genau. Ja. Jupp. Ja, schon die ersten zwei haben wir schon.
auf zur Kang. Eine Nachricht von Captain Gerard, Sir. Ich leite Sie auf den Bildschirm. Wir haben eingeschränkten Warp-Antrieb hergestellt. Es sollte reichen, um das Heilmittel für den Nanovirus zurück ins Reich zu bringen. Sie haben heute... Okay. Sie haben heute gut gekämpft. Sie haben Mut und Ehre gezeigt, die einem Klingonen würdig gewesen wären. Das Klingonische Reich wird nicht vergessen, was Sie hier getan haben. Wir stehen in Ihrer Schuld. Fortfahren. Zerstören Sie den Träger. Den Sie hier nicht sehen. Träger. Put. Ah. Ah. System gibt es keine weiteren Baukontakte, Sir. Zumindest heute sind wir von dem Kollektiv sicher. War ich eigentlich dran? Nee. Nee, eigentlich nicht. Egal. wir haben eine Nachricht von Captain Gerard erhalten, Sir. Die Kang ist außer Gefahr und auf dem Weg zurück in klingonisches Territorium. Sie übertragen bereits die Daten über das Gegenmittel für den Nanovirus an die klingonische Verteidigungsstreitmacht. Jetzt wärst du dran. Ich bin mir sicher, dass das Sternenflottenkommando darüber informiert werden möchte, Sir. Wir können das System auf Ihren Befehl hin verlassen. Fortfahren. System verlassen. Genau. Hui. Gerade ist verlassen. So. Oh. Wunderbar. Mhm. Schnell und schmerzlos. Im Vergleich zu anderen. Es wird nie jemand erfahren, was wirklich passiert. Outtakes, Outtakes. Nee, das Video ist schon gelöscht. Guti, dann danke an Fuzzy, an Helm, an Toni und an Felix. Wir sehen und hören uns alle in der nächsten Task Force Operations wieder. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne alle unserem Discord beitreten. Einen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann sage ich danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Hummel, Hummel. Ade, bleib schön.